Also wir sind gerade in Edinburgh und suchen einen Parkplatz. Und das gestaltet sich als echt schwierig. Da oben ist das Edinburgh Castle. Ja, hier ist das Parkhaus und da gehen wir jetzt rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Schottland. Heute sind wir in Edinburgh. Hinter mir oben, Edinburgh Castle hier. Und wir sind hier in dem großen zentralen Parkhaus. Das kostet jetzt 5 Pfund pro Stunde. Schon ziemlich teuer, finde ich. Aber gut, macht man halt mal, weil woanders kann man ja eh nicht parken. Wir hatten ja gerade an einem kleineren Parkplatz gehalten, aber da wollten die 5,30 Pfund pro Stunde und das wollten wir einfach nicht machen. Jetzt sind wir hier und gehen mal Richtung Edinburgh Castle hoch und schauen dann mal weiter Richtung Greyfriars Kirkyard und ja, schauen eben noch sonst mal, was wir so finden an schönen Stellen. Viel Spaß dabei! Hier, so sieht die Toilette aus von Conceal Edinburgh. Keep your distance. Hier wird alles gezeigt, was man machen muss. Wie die Hände zu waschen sind, ganz wichtig, falls das jemand noch nicht weiß. 20 Sekunden. Waschen, nicht länger, aber auch nicht kürzer. Und wenn man kann, if you can, dann ja. So sieht es aus. Es tut seinen Zweck. Jetzt gehen wir los in die Stadt. Hier sind die Princess Street Gardens. Aber wir kommen hier nicht rein. Zumindest nicht von der Seite, vielleicht von der anderen Seite. Also, gehen wir mal hier entlang, an der Mauer entlang und dann nach links. Wir laufen jetzt durch diese zwei Obelisken rechts und links durch, in Richtung Grass Market. Der ist da recht berühmt. Der Grass Market ist ein großer Platz, wo früher auch die Leute zu Massen hingerichtet wurden. Da ist extra so ein Platz eingezeichnet. Unterhalb vom Castle. Corinna steht hier gerade auf dem Selfie-Spot, um das Castle im Hintergrund zu halten. Hat's funktioniert? Sehr gut. Mach ich jetzt auch mal. Also, Selfie vor dem Castle. Ja, und jetzt geht's weiter in Richtung Victoria Street. Der Grass Market, unterhalb des Edinburgh Castle gelegen, diente in der Zeit von 1477 bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts als Marktplatz für den Vieh- und Pferdehandel und galt als Mittelpunkt der Altstadt. 1681 gab es am Anschluss des Grass Market zum West Bow den ersten Brunnen mit fließendem Trinkwasser in Edinburgh. Hier befand sich die öffentliche Hinrichtungsstätte, der Galgen von Edinburgh. Ein Kreuz an der Ostseite des Platzes erinnert über die 100 Covenant-Anhänger, die hier ihren Tod fanden. Einige Pubs tragen noch heute den Namen, die an diese blutige Geschichte erinnern, so beispielsweise The Last Drop, dessen Aushängeschild von einem Galgen geziert wird, und Maggie Dixons, an dessen Hauswand die Geschichte ihrer Hinrichtung beschrieben wird. Es wird erzählt, dass Maggie Dixon, eine Fischverkäuferin aus Musselburgh, hier 1728 für die Ermordung ihres Babys erhängt wurde. Als sie in einem Sarg zurück nach Musselburgh getragen wurde, sei sie jedoch wieder erwacht. Nach schottischem Recht hatte sie ihre Strafe verbüßt und nach diesem Ereignis wurde dem Urteilsspruch der Zusatz "bis der Tod eintritt" angefügt. Später soll sie deshalb die erhängte Maggie genannt worden sein. Hier sind wir an dem Grass Market. Das ist hier, wo der Galgen stand und die Leute hingerichtet wurden. Und hier steht... Ja, die letzte Person, die hier gehängt wurde, war James Andrews am 4. Februar 1784. Also nach rechts geht es Richtung Greyfriars Kirkyard und nach links oben ist diese berühmte Victoria Street. Und es regnet, wie ihr seht. Wir gehen jetzt zuerst mal Richtung Greyfriars Kirkyard, weil wir schon unten sind und dann nicht extra hoch wollen und wieder runter.
Da ist er. Der Greyfriars Kirkyard. Da gehen wir jetzt mal rauf. Da muss man sich echt mal umschauen hier. Das sind ganz interessante Sachen. Das Grab von John Vane of Pitcairly. Von 1681. Schon faszinierend, was für Leuten man solche Gedächtnisstätten errichtet hat. Was waren das für Leute, wo auch diese okkulte Symbolik eine Rolle gespielt hat im 17. Jahrhundert? Hier mit dem Aesculap-Stab. Ja. Spannend. Leider schüttet es gerade so. Und ich hätte eigentlich gern bessere Aufnahmen gemacht mit der Kamera. Aber ich muss jetzt einfach unterm Schirm das machen. Wir hatten heute eine Wettervorhersage mit 10% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, und die 10%, die haben sich wahrscheinlich ausgedehnt über den ganzen Tag. Das ist ja auch interessant hier. Denen fehlt beide der Kopf, aber die zwei geben sich in der Mitte die Hand. Und da ist ein Eichhörnchen. Hier geht's runter, irgendwo hin. In eine Gruft. Keine Ahnung, was da ist. Ja, wäre natürlich spannend, da mal reinzugehen. Hier ist dann nochmal ein ganz düsteres. Interessant. Hier gibt es überall auch diese Käfige und da wurden die Toten eingesperrt, dass Grabräuber keine Möglichkeit hatten, die wieder auszugraben. Die wurden ja im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert immer wieder für medizinische Zwecke und Experimente und ja, zum Lernen eben ausgegraben. Da gab es ja einen regen Handel. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Grabstein von Thomas Riddle. Thomas Riddle ist die Inspiration für den Tom Riddle, den Lord Voldemort von Harry Potter, angeblich. Aber Chance ist hoch, dass es wirklich so ist, da J.K. Rowling ja hier viele Inspirationen geholt hat in Edinburgh. Unter anderem die Winkelgasse, also Victoria Street zum Beispiel. Ja, das muss hier irgendwo sein, da werden wir gleich finden. Da ist der Greyfriars Bobby, der treue Hund, der hier auf dem Grab von seinem Herrchen gesessen war. Wenn man hier durchschaut, sieht man hinten da oben Edinburgh Castle und hier gehen die Wohnhäuser direkt in den Friedhof über. So, wir haben das jetzt gefunden hier. Also, der Thomas Riddle. Tom Riddle. Und hier scheinen viele Leute herzukommen, weil das hier ganz ausgetreten ist, der Bereich hier. Ja. Ja, ist nichts Spektakuläres. Sind schon die Nächsten da? Das ist eine Harry Potter Pilgerstätte anscheinend. Interessant. Also, wir verlassen jetzt wieder
auf den Friedhof und... Bitte? Sonne kommt durch. Kriege ich gerade die neueste Meldung der Wettervorhersage. Wir verlassen jetzt diesen Friedhof irgendwo wieder und gehen jetzt Richtung Victoria Street. Edinburgh Castle vor uns und jetzt rechts hoch zur Victoria Street. Oh, der da oben, der sieht ungesund aus. Hier ist das Harry Potter Museum. Hier gibt's alles zu Harry Potter. Wir gehen jetzt nicht rein. Sorry, wir gehen nicht rein. Wir gehen jetzt die Treppen hoch, um dann Richtung Castle zu gehen. Falls ihr euch fragt, wo Paddy ist, der ist daheim. Den haben wir heute nicht mitgenommen und ich bin sehr froh darum, weil hier ist so viel los mit Hunden und mit Leuten und ja, es wäre richtig anstrengend geworden. Dementsprechend haben wir aber nur wenig Zeit oder deutlich weniger Zeit. Wir haben ja ungefähr 1,5 Stunden Anfahrt und wir können den ja auch nicht so lang daheim lassen. Da ist die Ghost Bus Tour. Hier gibt es extra so Bustouren zu den von Geistern heimgesuchten Plätzen. Ja, und hier rechts neben dieser ehemaligen Kirche, die jetzt als Bar und was auch immer noch dient, ist die Royal Mile weiter Richtung Edinburgh Castle. Und da gehen wir jetzt mal in die Richtung. Mönche sind auch da. Und hier runter ist die Royal Mile. Jolly is close. René, Edinburgh Castle. Von außen. Da drüben hat man natürlich den ultimativen Ausblick auf Edinburgh. In voller Pracht. Die lassen uns da aber nicht rein, weil wir nicht bezahlt haben. Das war hier die Trinkquelle. Der Arthur's Seat ist schon ein recht hoher Berg, dafür, dass er mitten in so einer Stadt steht.
Wir laufen jetzt die Royal Mile ein Stück runter und suchen uns da irgendeinen Kaffee, weil die Corinna einen Kaffee braucht. Nur die Corinna, ja. Wir werden auch irgendwann mal in das Edinburgh Castle reingehen. Heute ist jedoch nicht der richtige Tag dafür. Kaschmir. House of Kaschmir. Kaschmir braucht man nicht. Whisky Trail. Whisky braucht man auch nicht. Sieht aber schön aus. Ja, und da ist die Ghost Bus Tour. Ja, ich glaube, das müssen wir einfach mal machen. Das machen wir mal. Wir gehen mal in die Ghost Bus Tour. Ich glaube, das ist cool. Die Royal Mile geht ziemlich weit runter bis zum Holyrood Palace da, zumindest in die Gegend. Wir gehen jetzt von der Royal Mile hier mal so eine Seitenstraße runter, die Cockburn Street. Southern Cross Coffee. Da schauen wir jetzt hin. Wir sind auch auf Insta, sehe ich gerade. Also wir sind jetzt im Southern Cross Café. Und schauen wir, was wir jetzt nehmen. Sieht eigentlich ganz hübsch hier aus. Hier gibt es einiges. Und auch zu essen. Da sind wir jetzt gerade raus. Es war wirklich sehr gut. Eine Empfehlung. Sehr guter Karottenkuchen und ein sehr gutes Lachsbrot. War wirklich gut, muss man sagen. Hier runter würde man kommen direkt zum Dungeon, zum Edinburgh Dungeon. Und hier auch, aber über den Umweg der schöneren Straße. Souvenirs. Mexikanisch. Hier ist die Malzschaufel. Wir kommen jetzt Richtung Bahnhof und unten dann zu unserer Rechten das Edinburgh Dungeon. A must-see in Edinburgh. Ja. Ist schon ein heftiges Ding. Direkt hinter dem Edinburgh Dungeon ist hier unten so ein Bahnhof. Und ja. Hier kann man sich dann die Karten kaufen. Hier kann man auch die Hop-On- und Hop-Off-Bustouren buchen. Bei Edinburgh Waverley. Das ist hier. Und hinter uns ist dann da oben die Royal Mile und auch das Castle, das man jetzt nicht gerade so richtig gut sieht. Hier ist dann so eine große Shopping-Galerie, so eine halb unterirdische. The Waverley Market. Und wir sind jetzt hier auf Höhe vom Scott Memorial hier. Da gehen wir mal hin, oder? Ja, da oben hockt der Walder. Hier sind nochmal die ganzen
sind so Kriegsgräber, Veteranen-Sachen hier. Mit den Scottish Poppies. Diese kleinen roten Blüten sind die Poppies. Hier. Keep calm and eat. Ja, Fish and Chips. Das hier unten ist die National Gallery of Scotland. Wir sind jetzt hier die Straße an dem Princess Street Garden vorbeigelaufen, weitergelaufen. Und haben jetzt nochmal einen sehr schönen Blick auf Edinburgh Castle, das hier sehr schön beleuchtet ist. Wir müssen jetzt so ein Stück da außen rumlaufen und dann geht's wieder Richtung Auto. Jetzt kommen wir wieder zum Ende von diesem Video. Es wird jetzt schon fast ein bisschen zu dunkel, um zu filmen. Aber wir haben einiges jetzt hier zeigen können, einiges anschauen können. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte gebt einen Daumen hoch, wenn das so ist. Und diesen Kanal abonnieren, falls es noch nicht passiert ist. Und dann gibt es jede Woche ein neues Video aus Schottland. Ich wünsche euch das Beste. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nehmt einen großen Geldbeutel mit.